Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2018 Karriere hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir befinden uns in der zweiten Folge und auch im zweiten Training beim Großen Preis von Australien. In der letzten Folge haben wir uns hier so ein bisschen jetzt hier in die Karriere eingegroovt, uns mal die neuen Systeme ein bisschen angeschaut und ein paar Meter sind wir auch noch gefahren, allerdings nicht so viel Meter und auch nicht so erfolgreich. Und deswegen, klar, gibt es heute direkt die zweite Folge vom zweiten Training mit ein bisschen mehr Fahrzeit. Und wir klicken uns gleich auch mal in die Programme, die wir machen sollen fürs Team. Und ihr seht schon, gescheitert erst Management. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Und ich habe jetzt offscreen nochmal ein bisschen auch am Setup geschraubt. Können wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Nicht viel, ich habe die Flügel nochmal ein bisschen verändert. Und ja, Transmission und so weiter und so fort. Aber das ist das Training einfach da, ein bisschen ein paar Sachen nochmal auszuprobieren. Und ja, ich würde sagen, wir probieren das erst Management. Aber bevor wir das tun, habe ich entdeckt, es gibt wieder eine Tutorial-Seite, die sind diesmal in den Menüs versteckt und da kann man zum Energierückgewinnungssystem noch mal ein bisschen was anhören und vielleicht für die Leute, die mit erst gar nichts anfangen können, weil sie vielleicht mit Formel 1 nicht so viel anfangen können, würde ich sagen, hören wir uns doch mal ganz kurz eine Erklärung dazu an. Moderne Formel 1-Wagen erreichen ihre Spitzenleistung nicht nur durch einen Verbrennungsmotor. Die V6 Turbo-Hybrid-Motoren schaffen zusätzliche 160 PS mittels ERS. Die Kraft dieses Elektromotors wird aus Energie erzeugt, die sonst verschwendet werden würde. Der MGU-K erzeugt Energie aus den Bremsen, der MGU-H aus dem Turbo. Das ERS kann in verschiedenen Modi betrieben werden, die entweder mehr Energie erzeugen oder mehr abgeben, je nachdem, ob du gerade die Batterie laden oder mehr Leistung abrufen willst. In jeder Runde kannst du nur begrenzt Energie speichern und abgeben. Die verbleibende Menge ist in deiner MFA abgebildet. Das System nutzt sich zudem mit jeder Verwendung ab. Die Batterie des Energiespeichers wird kleiner und der MGU-K braucht länger zum Sammeln der Energie. Ja, interessant, bringt uns aber für das System oder für das Management, was wir machen sollen, recht wenig. Ich habe aber noch mal ein bisschen geguckt, was hier auch steht. Es steht ja gesammelt, eingesetzt, die Nettoenergieeffizienz und wie lang jeder Modus verwendet wurde. Und deswegen habe ich mir so also ein bisschen überlegt, wie können wir das machen. Das wurde ja am Anfang ganz kurz erklärt. Und zwar ist es so, wir müssen auch ein bisschen segeln. Ähnlich wie beim Benzinmanagementprogramm müssen wir ein bisschen lupfen vor den Kurven, dafür ein bisschen später und ein bisschen härter bremsen. So zumindest mal in der Theorie. Und dann aber auch währenddessen die ganze Zeit ein bisschen mit diesem Managementsystem spielen. Das heißt, in den Kurven, in den engeren Kurven vielleicht auf weniger auf den niedrigen Modus gehen, auf den geraden eher auf den hohen Modus gehen. Ja, das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Wir haben 3 Runden Zeit und ich denke auch mal, dass ich wahrscheinlich 3 Runden oder 3 Anläufe brauche. Wir gehen direkt auf die fliegende Runde. Da wird wir auch gleich in die Action kommen und hoffe ich mal, dass ich das jetzt hinbekomme. Wichtig ist natürlich, neben dem ganzen System auch eine gute Runde hinzulegen. Und das ist gerade in Australien sowieso für mich ein bisschen schwierig. Australien ist, ja, zählt so, glaube ich, zu der Top 3 der Formel 1 Strecken, die ich echt nicht gut beherrsche. Aber ich versuche natürlich jetzt mal mein Glück. So, und dann müssen wir noch DRS auch immer aktivieren. So, ich gehe jetzt mal hier auf hoch. Und dann gehe ich jetzt hier mal auf niedrig. Segel ein bisschen und wieder auf die Latschen. Gehe auf Mittel. DRS nochmal kurz hoch. Und jetzt wieder auf niedrig. Lass ein bisschen lupfen, segeln. Ja, da anbremsen. Oh, schon ein bisschen verbremst hier. Und Feuer frei. Oh, der Körper, boah, das Auto fast verloren. Ja, und die Kurve hier, da habe ich immer ein bisschen meine Probleme. Dann mal auf Mittel. Dann wieder auf Niedrig. Ich lasse ein bisschen segeln, spät bremsen. Und aufs Gas. Wir gehen auf Hoch. Dann gehe ich mal ganz runter. Bisschen den Einlenkpunkt verpasst. Ah, jetzt wollte ich. Ah, shit. Jetzt wollte ich. Boah, nicht wegdrehen. Gefährlich. Es ist halt so viele Sachen gleichzeitig zu erledigen. Also, ich finde es echt nicht so. Boah. Ich finde es echt schwierig, das Programm, muss ich sagen.
Vielleicht mache ich auch irgendwas grundlegend schon mal falsch, vom Verständnis her. Aber du musst halt echt so viele Sachen machen parallel. Wenn du jetzt noch den Sprint parallel machen müsstest, dann ist Ende Gelände. So, probieren das mal so aus. Ja, das ist jetzt gar nichts, das war mal viel zu langsam. Ja, jetzt sind wir vom Delta richtig schlecht. Ja, und die Curbs sind extrem giftig. Lecco mio. Ich verliere das Auto fast nonstop auf den Curbs. Weil ist das Fahrzeug schon mega... Boah, das klang nicht gut. Mega weich eingestellt. Uiuiuiuiuiui. Ja, das war wirklich ein Big One. Das war nicht so gut. Da nutzen wir mal die Rückblende. Da wollte ich ein bisschen zu viel, glaube ich. Boah. Ja, und dann die ganze Zeit noch alles drücken. Also, boah. Ich finde es... Eigentlich finde ich es geil mit dem ERS-System, aber jetzt hier in dem Modus finde ich es echt heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre hier viel zu schnell rein in diese letzte Kurve. Da fehlt schon der komplette Schwung einfach. Ja, irgendwie... Upsala. Ich breche das nochmal ganz kurz ab. Ich würde ganz gerne das Trainingsprogramm nochmal neu starten. Also wir müssen das jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen. Deswegen vielleicht jetzt noch mal ein bisschen trocken, aber für das sind die ersten Folgen ja auch ein bisschen da, einfach diese neuen Systeme auch ein bisschen anzuschauen. Der Gang war jetzt hier zu wenig. War auch immer blöd, dass gerade Australien dumme erste Runde sein muss. Es geht ja nicht um die Kurven, ey, was ist denn das? Ach Gott, ey, sorry, ich wiederhole nochmal. Ich habe hier massive Probleme beim Rausbeschleunigen, dass das Ding massiv untersteuert. Das ist echt nervig. Jetzt nochmal. Ja, viel zu schnell hier reingefahren. Boah. Das war halt auch gerade nix. Ja, ich habe mein neues Lieblingstrainingsprogramm auf jeden Fall gefunden. Ich habe es... Bridge-Bar-Programm schon immer so geliebt.
Ja, komm. Hier. Keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber... Entscheidender Faktor ist halt natürlich auch, wie gut man die Strecke fährt, ne? Also wenn man halt gut die Strecke fährt, kannst du dementsprechend auch länger, ne? Ihr wisst schon. Egal, wir machen weiter. Thema abgehakt. Puh, bin ich zufrieden, dass ich das geschafft habe. So, jetzt haben wir 40 bekommen, jetzt müssen wir hier 30 bekommen. Genau, dann hatte ich recht. Also, das heißt, man muss eigentlich echt gucken, dass man, wenn man irgendwas macht, dass man wirklich wahrscheinlich erst die macht, die am einfachsten... für dich wahrscheinlich am einfachsten sind. Was gibt es noch für Teamziele eigentlich? Spitzengeschwindigkeit. Schlage die durchschnittliche Temporadargeschwindigkeit. Boah. Okay. Das haben wir noch nicht geschafft. Da sind wir aber ziemlich langsam unterwegs. Das heißt aber, wenn wir das schafft man normalerweise ohne Probleme. Und ich habe das noch nicht geschafft. Das heißt, wir fahren viel zu viel Flügel wahrscheinlich. Das heißt, wir fahren, müssen vielleicht doch 6er-Flügel fahren. Und vorne vielleicht ein 3er- oder ein 2er-Flügel sogar. Probieren wir es mal aus. Spitzengeschwindigkeit schafft man normalerweise allein schon in der Streckenaklimatisierung. Das heißt, sie haben das geändert. Das kann natürlich sein. Egal, wir machen jetzt Reifenmanagement. Wir haben... Okay, da steht jetzt gar nicht, wie viel. Doch, wir haben hier noch ein... Zwei Sätze haben wir noch. Einer ist schon ein bisschen verbraucht. Ja, nehmen wir mal einen frischen fürs Reifenmanagement. Ja, wir machen auch eine fliegende Runde. Jetzt geht es nur darum... schön sauber da überall durchzufahren. Auf Airs können wir jetzt, oder ja, das Airs-System verzichten wir jetzt mal, das lassen wir, wie es ist. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Hua. Weil jetzt können wir ja eigentlich hier auch auf hoch gehen. Bockt uns ja jetzt nicht. Jetzt haben wir Spitzengeschwindigkeit geschafft. Sehr schön. Oh, ein bisschen über den Körper und schon geht der Reifen so massiv runter. Wahnsinn. Okay, das war echt scheiße gebremst hier. Das hat jetzt natürlich unmenschlich Zeit gekostet. Zu spät gebremst. Oh. Ja, das ist halt, wenn man Australien halt auch nicht kann, ne? Sorry dafür. Aber deswegen ist es eine Trainingssession. Wichtig ist, wie es im Quali und vor allem im Rennen ausschaut. Okay, da darf ich so nicht drüber geiern. Guck mal, wow, wie das runtergegangen ist. Ist ja krass. Okay, wir sind auf Überholen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich bleibe jetzt mal auf Mittel in der Runde. Ich glaube, das ist sinnvoller für Reifenmanagement. Wir gehen auf den Geraden einfach runter. Ich fahre geradeaus und es geht runter. Ist ja krass. Trotzdem grün, aber... Jetzt gehen wir uns mal voll aufs Fahren. Sorry, dass ich so gerade so still bin, wenn ich fahre, aber ich konzentriere mich gerade hart. Aber das schaut doch schon mal gut aus hier. Das schaut doch gut aus. Sehr schön. Test complete. Nice. So finde ich es gut.
Ja, dann zurück zum zur Garage, nicht zum Hauptmenü. Da, das ist da oben. Und dann können wir doch direkt das nächste angehen. Ja, ich glaube, Setup ist gar nicht so verkehrt mit dem Flügel, so wie wir es jetzt haben. Gehen wir da mal hin, speichern wir das mal ab hier. Eventuell vielleicht 4 vorne. Ich weiß noch nicht, ob dann die Balance ein bisschen kaputt geht. Ich probiere es mal mit 4 vorne. Ja, dann kommen wir jetzt zum Benzinmanagement. Es gibt da noch 20 Punkte, dann gibt es letzte 10 und dann gibt es komplett letzte wahrscheinlich gar keine Punkte mehr. Das heißt, auf ein Ding kann man dann wahrscheinlich immer verzichten. Und ich wüsste auch schon, welches System das wäre, was ich verzichte. Aber gucken wir es mal an. Vielleicht gibt es auch nochmal 5 Punkte oder so. Machen wir Benzinmanagement. Jetzt wahrscheinlich mein zweitliebstes Management-System. Benzin sparen. Yippie-yay. So. Ah, hier, diese langsamen Ecken, da habe ich noch echt ein bisschen Probleme hier in Australien. Ja, das sieht alles nicht gut aus. So nicht! Ja, ein bisschen zu arg darüber geräubert. Ja, das ist das Problem, dass ich die Minimum Lap Time bieten muss. Beat, beat, beat. Schlagen also halt, ne? Versuche auch gerade ein bisschen Short-Shifting zu betreiben. Boah, der eine Curve, ey, der ist so heftig, wie es das Auto da aushebelt. Oh, das war aber knapp. Oh, die Rundenzeit war jetzt aber ganz knapp. Ja, aber wir haben es geschafft. Auch das haben wir geschafft. Alles egal. Wie ist egal. Danach fragt keiner mehr, wie wir es geschafft haben. Oh, hab doch geschafft. Sehr schön. So, jetzt gibt es hier 10 wahrscheinlich. Genau. Dann machen wir jetzt. Boah, Qualifying Tempo jetzt schon. Ja, von der Reihenfolge wäre das jetzt als nächste und dann am Schluss die Rennstrategie. Ja, dann probieren wir jetzt Qualifying Tempo. Das heißt, jetzt gibt's volle Attacke. Das wird lustig. Alles klar. Fliegende Runde, Qualifying Tempo. Gucken wir mal, was geht. Oh. Warum kann die Saison nicht in Monza oder so beginnen? Nee, muss gleich Australien sein. Okay, this is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Das heißt jetzt auch RS-System auf absolut Maximum gestellt. Und auch Sprit natürlich auch fett. Zu spät eingelenkt, zu viel Schwung verloren. Blöd ist, ich habe jetzt Verkehr. Das ist nicht so geil. Die Curbs hier, Alter, sind die übel. Also Curbs darf ich echt hier nicht mitnehmen, außer ein paar wenige wahrscheinlich. Die hier am Rande oder so. Wahnsinn. Traurig ist, ich bin im Qualifying Run und ich komme nicht mal an Gasly da vorne ran. Das ist traurig. Ja, und jetzt hält er uns auf wahrscheinlich. Ah.
Ah, das ist jetzt doof. Ja, jetzt wird die Rundenzeit nicht reichen. Ja, die reicht auf keinen Fall. Müssen wir nochmal eine Runde dranhängen. Ist halt immer blöd, wenn da Verkehr ist, während man so einen Run macht. Ich muss echt ein bisschen besser timen, wenn ich aufs Gas gehe. Ich versuche stellenweise viel zu früh ans Gas zu gehen. Hier bremse ich aber so schlecht. Mann! Ray, so nicht. Okay, ich mache hier auch nochmal ganz kurz ein Trainingsprogramm wiederholen, weil für eine dritte Runde hätte ich nicht genug Erstpower mehr gehabt. Ja, und um den Satz gleich zu beginnen, wie Jeff ihn gerade begonnen hat, don't worry, also keine Sorge, im Qualifying, im Rennen werde ich nicht so oft irgendwas wiederholen oder sonst was, aber hey, das ist ein neues Spiel, Leute. Man muss erstmal reinkommen und dann muss man sich manchmal auch einfach sagen, okay, ich muss das nochmal neu starten, nochmal neu probieren. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Wenn man da in einem Jahr nochmal drauf guckt, in einem halben Jahr, dann lacht man drüber, wie man sich so dumm hier anstellen hätte können. Aber naja, man braucht halt manchmal auch erst die Erfahrung. Das war nicht gut gefahren. Überhaupt nicht gut gefahren. Das klappt gerade überhaupt nicht. Ja, viel zu früh eingelenkt. Saubere Runde ist anders. Oh, es ist ärgerlich. So gut jetzt die anderen Programme geklappt haben. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, das Qualifying-Programm kriege ich nicht auf die Reihe. Dazu habe ich einfach zu viele Fehler hier in Australien. Ach, komm jetzt. Konzentration, Ray. Ey, die Bremse ist total komisch. Manchmal bremse ich an dem Punkt und es geht, und manchmal bremse ich und es geht nicht. Also irgendwie, entweder stimmt der Bremsdruck nicht oder ich weiß es nicht. Wir müssen den Bremsdruck echt nochmal ändern hier. Ja, auf den Körper rausbeschleunigen ist nie eine gute Idee. Oh, reicht doch, reicht. Nein, das reicht nicht. Ah,
Ja, diese zweite Runde ist irgendwie immer total schlecht. Entweder sind die Reifen jetzt schon runter. Aber ich komme einfach echt extrem schlecht in diese zweite Runde rein. Ja gut, das können wir jetzt eigentlich eh schon knicken wieder. Okay, also letztes Mal jetzt Neustart, Leute. Wenn ich das wieder verkacke, tut mir echt leid. Es ist auch irgendwie peinlich so ein bisschen, aber es ist... Australien ist echt so eine... So ein Ort, da... Echt so meine Problemchen. Blöd, dass wir halt Gasly da auch immer überholen müssen. Kostet halt natürlich auch unmenschlich Zeit. Aber wir haben es geschafft. Ruhig. Sehr gut, dann gehen wir zurück zur Garage und da bleibt nur noch ein Programm übrig. Wenn wir das jetzt auch noch schaffen sollten, hätten wir alles schon durch und wir müssten das dritte Training gar nicht unnötigerweise machen und nicht unnötig irgendwas verpulvern. Und tatsächlich beim letzten kriegt man keine Ressourcenpunkte mehr. Das heißt, man kann echt überlegen, eines auszulassen. Und das ist wichtig und das finde ich gut, weil ihr seht, Qualifying hatte ich jetzt auch Probleme, aber erst, ja, ich werde es immer mal wieder probieren, aber... Ja, egal. Wir machen Rennstrategie, ziehen wir durch, würde ich sagen. Haben wir da überhaupt noch einen Reifen, der irgendwie frisch ist? Nee, ne? Ja, okay, egal. Probieren wir es trotzdem. Ziehen wir das noch durch, würde ich sagen, am Ende dieser Folge. Und dann können wir ja heute, später am Tage, schon unser Qualifying machen, weil das dritte Training brauchen wir ja nicht, weil wir ja schon alles durch haben. Das heißt, es geht heute schon mal in der Karriere um was Wichtiges. Und morgen können wir dann schon mal das erste Rennen zeigen. Das ist doch eine coole Sache. Usala. Ich habe auch irgendwie gerade... Moment mal kurz. Ich habe irgendwie gerade kein Feedback, Force Feedback gehabt. Deswegen, nicht, dass ich jetzt total gefailt habe. Doch, ich habe gefailt, aber... Es war irgendwie gerade kein Force Feedback da. Ganz komisch. Ganz komisch gerade angefühlt. Egal. Jetzt machen wir hier das Strategieprogramm. Da müssen wir jetzt 3 Runden am Stück absolvieren. Mindestens. Also 5 kann man machen, aber 3 reichen. Und ich stelle jetzt auch nichts um. Ich fahre einfach, wie es ist, das Auto. Wir fahren Dorn hier ganz langsam unterwegs. Das ist natürlich ungünstig, dass der da vorne dran rumlummert. Komm, schnell auf Überholen gehen. Oder schnell vorbeikommen. Thank you.
So diesen Rechtsknick hier, da muss ich noch ein bisschen mehr Vertrauen hinbekommen. Weil den kann man eigentlich ganz gut fahren oder kann man ganz viel Speed mitnehmen. Und wo halt die Knackpunkte sind, halt wirklich Anfang Sektor 2 und diese letzte Kurve. Ich krieg die einfach nicht richtig gut hin. Da muss man auch so viel Schwung eigentlich mitnehmen. Aber egal, erste Runde haben wir geschafft. Und ey, ich muss den Bremsdruck ändern. Das geht einfach nicht. Die Bremse mal so, mal so. Uiuiui. Aber für, wie gesagt, für das macht man die Trainings. Dann erkennt man nämlich, wo das Setup auch noch ein bisschen was braucht. Ich muss sagen, wir sind ja schon mit 3 Runden abgefahrenen Reifen jetzt hier unterwegs. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt aus dem maximalen Grip rausschöpfen. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Dann weiß man gleich mal auch, wo so ein bisschen die Schwächen liegen. Upsala. Oh, und ich darf... Ich bin echt so oft im Drehzahlbegrenzer. Das hat aber auch einen Grund. Weil die LED-Anzeige an meinem Lenkrad funktioniert nicht. Das heißt, ich muss die Ingame-LEDs nutzen und da kann ich nicht die ganze Zeit drauf gucken. Vom Klang her klingt es eher alles gleich. Finde ich zumindest. Oh, ich fahre die ganze Zeit auf hoch. Ah, das passt soweit. Ah, ich habe da schon Bock drauf, mit dem ERS ein bisschen zu spielen. Das, glaub, macht schon echt Laune. Wenn man es dann mal so drauf hat und so ein bisschen die Tricks und so kennt. Jetzt mal ein bisschen zu schnell hier rein. Aufpassen, nein, 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 nein! Ah, super. Ah, oh, diese Curbs, die sind echt... der Tod. Ja, geil, jetzt ist die Runde am Arsch, deswegen. Oh, nee, oder? Ach, komm, dann nutze ich jetzt das Flashback. Kein Bock drauf. Ja, gut, kann ich gar nicht mehr. Oh, super, kann ich gar nicht mehr nutzen. Ja, geil. Damit ist das Programm dahin. Ja, Lila können wir jetzt gar nicht mehr schaffen, weil du musst 3 in Folge schaffen. Aber ja, deswegen testen wir die kurze Zeit. Ziehen wir doch mal noch durch, oder? Weil wir brauchen es ja eigentlich nicht. Aber das wird ja was geben. Meine Konstanz hier in Australien ist, boah, ist furchtbar. Ist richtig schlecht. Sei es drum, ich glaube, wir lassen es mal. Wir gehen zurück zur Garage und beenden die Session. Und dann gehen wir mal zurück zusammen, zurück zum Rechenzentrum. Dann gucken wir mal. Aber eigentlich haben wir ja alles durch. Ah doch, es gibt doch nochmal, ne, es gibt keine Punkte mehr, es gibt 0, genau, da steht 6, aber 0, ja, also bringt nichts mehr, vielleicht bringt es irgendwann mal was, als Boni oder so, keine Ahnung, oder als erster Fahrer, wie dem auch sei, If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Alles klar, Chef. Weiß ich Bescheid. Gut, so, wir sind aber trotzdem jetzt raus hier. Und ich glaube, wir können ja einfach die Zeit vorspulen lassen, oder? Lassen wir die Zeit einfach noch zurecht vorspulen. Gucken wir mal, was unsere Zeit wert ist. Gut, wir sind auch mit Ultras schon gefahren. Deswegen ist die Zeit jetzt wahrscheinlich nicht so viel wert.
Aber sei es drum. Wir haben schon mal auf jeden Fall eine Zeit gesetzt. Immerhin etwas, ne? Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, ein Renault und Sebastian Vettel. Das war's dann mit dem Training. Ein Renault? Gut, Leute. So, jetzt kriegen wir noch mal ein bisschen paar Punkte, dass ihr das auch mal gesehen habt. Das habt ihr, oder habe ich euch in der letzten Folge ein bisschen verschwiegen. Und da gibt es jetzt auch noch mal gut ein paar Punkte. Sehr schön. Und da haben wir ja noch mal ein bisschen was zu forschen. Das können wir aber dann alles mal machen. Ruf bei anderen Teams. Okay, also bei McLaren stehen wir ganz, stehen eigentlich überall ganz gut. Irgendwie so da, ja. Okay, passt. Auch für viele Flashbacks. Aber wie gesagt, das gibt es dann im Qualifying und so weiter vielleicht einmal oder so. Und sonst nicht. Gut, dann sind wir hier raus, würde ich sagen. Und wir gehen dann in der nächsten Folge, die heute noch erscheint, direkt ins Qualifying. Das heißt, es geht ins Eingemachte. Also schaltet auch rein. Vielen Dank fürs Reinsehen auf jeden Fall. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!